Willkommen zurück zu Let's Play NHL 2008 im Dynastie-Modus mit den Montreal Canadiens. Wir sind zu Gast bei den Toronto Maple Leafs, wieder mal ein kanadisches Duell. Und ich freue mich drauf. Eine, denke ich mal, wieder sehr unterhaltsame Partie gegen die Leafs. Hat ja eigentlich die Vergangenheit bis hierhin gezeigt. Alle Spiele gegen Toronto waren immer sehr interessant und ich schätze mal, das wird heute nicht anders werden. Unsere Jungs sind heiß. Zuletzt haben wir ja eine gute Serie hingelegt, wieder einige Siege hintereinander einfahren können und ich hoffe, das geht heute in Toronto noch weiter. Die Maple Leafs, ein Gegner, ein harter Brocken, aber nichtsdestotrotz, wir sind optimistisch, wir wollen diese Partie gewinnen und ich denke, das packen wir auch. Los geht's, der Opening Face-Off geht an uns und damit schauen wir mal, was hier geht im Air Canada Center zu Toronto. Und da kommen die Leafs gleich zur ersten Chance mit Tucker und aufgepasst, Flochet muss gleich parieren, aber alles geht gut und die Leafs können hier nicht die frühe Führung erzielen. Da kommt Blake und wie geht denn das hier los? Toronto sofort mit Schwung in der Offensive. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir zur ersten Chance kommen. Kolbo mit dem Schuss, aber die Parade. Und Toronto schiebt an. Blake verliert die Scheibe. Aber holt sie sich auch gleich wieder. Komisarik. Und Hämmerlich. Und wir gehen in die Offensive. Sakko Kolbo an der Scheibe. Kolbo mit dem Versuch. Aber Toskala mit der Parade. Und damit gibt es den Face-Off. Ja, munterer Beginn hier von beiden Seiten. Sowohl die Leafs als auch unsere Canadiens machen hier sofort ordentlich Druck. Und es wird gleich mal gezeigt, was beide Mannschaften drauf haben. Wie sich das für ein gutes Spiel aus der NHL gehört. So, die Maple Leafs im Angriff, aufgepasst. Markov holt sich die Scheibe. Murray, Garf Murray an der Scheibe. Ah, schlechter Pass. Und jetzt wieder die Leafs. Allerdings machen sie erstmal weiter nichts draus. Und wir können uns wieder sortieren und in die Offensive übergehen. Michael Ryder an der Scheibe. Ryder mit dem Pass auf Smolinski. Schöne Chance, schön gespielt, aber gute Parade von Toskala. Markov und Bouillon und Murray und wieder Toskala zur Stelle. Ja, wir drängen aufs 1-0, machen Druck und haben ganz gute Chancen, aber können sie zunächst noch nicht nutzen. Bell und Bell wurde im Abseits und die Partie erneut unterbrochen. Der Coach der Maple Leafs hier im Bild gibt die Anweisungen an seine Cracks. Und weiter geht's. Station an der Scheibe. Polymor auf selbe Line. Und ab geht's. Aber abseits. Schade. Situation etwas verschenkt. Da wäre sicherlich was drin gewesen. Selbe Line hatte Platz. Aber was soll's. Weiter geht's. Und die Maple Leafs im Besitz der Scheibe. Steen kommt da vorbei gegen Klocher. Und das ist die Führung für die Toronto Maple Leafs. Alexander Steen 1-0. Und das ist clever gemacht natürlich. Da lässt der Klocher letztendlich keine Chance. Unser Keeper geschlagen und Toronto führt in diesem kanadischen Duell mit 1-0. Schönes Tor von Steen. Aber da sah unsere Abwehr nicht gut aus. Haben wir den Maple Leafs viel zu viel Platz gelassen und den nutzen sie letztendlich eiskalt aus. Und wir liegen hier zurück und müssen nun natürlich versuchen, jetzt Spiel zurückzufinden. Und schon wieder Toronto. Klocher zur Stelle verhindert. Da schlimmer ist, das wäre es ja gleich noch gewesen. Das zweite Tor, die Chance für Perrizogen, aber Toskala. Mann, 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 hier geht's aber zur Sache. Hin und her und beide Teams mit den Chancen. Aber wir liegen zurück. Und das ist das bis hierhin Entscheidende. Aber es ist ja noch Zeit, das sollte beruhigen. Es ist noch viel Zeit in diesem Spiel. So, Roman Hämmerlich holt sich die Scheibe mal mit einem ordentlichen Schuss. Aber wieder Toskala. Und die Maple Leafs in die Offensive gehen sie über Pekka. Pekka gegen Klocher 2-0. Michael Pekka, das ist ja nicht zu fassen. Die Maple Leafs nutzen ihre Chancen eiskalt aus und schenken uns das zweite Gegentor ein. Klocher ohne Chance, Pekka eiskalt und die Maple Leafs bauen die Führung aus. Und unsere Canadiens sehen in der Defensive zum wiederholten Mal alles andere als gut aus. Und das sieht schon nicht gerade gut aus, was uns bis hierhin widerfährt. Die Maple Leafs machen das ganz clever, nutzen ihre Chancen. Und wir müssen jetzt natürlich aufpassen, nicht dass das hier noch deutlicher wird und nicht, dass wir noch mehr Gegentore fangen. So, jetzt erstmal der Check. Und ab in die Offensive, Collymore mit dem Pass auf Beginn. Schön gespielt. Beginn an der Scheibe, Beginn mit dem Pass auf Kostopoulos, aber die Maple Leafs können klären. Und Blake. Und Blake und die nächste Chance für Toronto. Mann, Mann, Mann und Sandin und Collymore jetzt. Und jetzt aber raus da hinten. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute.
Dann machen wir es den Maple Leafs aber auch nicht wirklich gerade schwer, hier zum Abschluss zu kommen. Taka, Sandin wieder, nächste Chance und Kluche. Mann, wir müssen mal Ruhe da hinten reinbringen. Und jetzt Chris Higgins, weg ist die Scheibe. Aber wir kommen wieder. Gabrick, wieder ist das Ding weg. Blake gegen Hämmerlik. Hämmerlik setzt den Check, wunderbar. Und damit verhindern wir natürlich den guten Angriff der Maple Leafs. Und Marian Gaborik gegen Toscala. Der Goalie pariert. Nächste Chance. Und jetzt gibt es ein Penalty gegen die Maple Leafs, und zwar gegen Kobina. Und damit natürlich die Gelegenheit für uns in der Powerplay-Situation endlich mal ein Tor zu machen. Hier sehen wir es, liegt da am Boden und dann wedelt er mit dem Stock wild um sich und bringt einen unserer Spieler zu Fall. Richtige Entscheidung, den zu verhindern natürlich. Das ist hier die Strafe gegen die Maple Leafs gibt und die Möglichkeit für uns, also den Anschlusstreffer zu erzielen mit einem Mann mehr auf dem Eis. Aber gut, was bringt das schon? Denn schließlich muss man das Tor ja erstmal schießen. Ryder auf Sakko Koivu und los geht's. Sakko Koivu an der Scheibe. Koivu rüber auf Gaborik. Aber kein Tor. Ryder. Suray. Und wir machen Druck, aber Toscala hält. Nächster Angriff. Und da ist das Tor, Sakko Koivu, Powerplay-Tor und nur noch 2:1 für die Toronto Maple Leafs. Wir verkürzen und ja, wir nutzen die Drucksituation. Gut aus. Schön gespielt und Sakko Koivu, eiskalter Captain, höchstpersönlich mit dem Treffer Toscala geschlagen und wir sind wieder dran. Schönes Tor, die Powerplay-Situation endlich mal eiskalt ausgenutzt, so wie das sein muss, wie sich das für ein Spitzenteam gehört und... Wir sind wieder dran. Die Maple Leafs also müssen das Gegentor hinnehmen. So ein paar Sekunden noch im ersten Drittel. Können wir hier vielleicht noch den Ausgleich markieren? Können wir ihn? Nein. Toscala hält, aber es gibt nochmal Face-Off. Aber ob das noch so viel nützt, ist die Frage. Harry Zogan steht bereit und da müssten wir jetzt hier wirklich direkt zum Abschluss kommen. Kommen wir nochmal, die Chance für Markov und nochmal Face-Off. 1,0 Sekunden vor dem Ende. Aber da wird jetzt hier definitiv nichts mehr passieren, denke ich mir mal so. Und genauso ist es. Das war's dann nämlich auch. Und damit das erste Drittel rum und doch eine sehr unterhaltsame Partie, wie es sich eben für ein Duell zwischen Montreal und Toronto gehört. Die Maple Leafs führen hier zu Hause 2:1 gegen unsere Canadiens. Aber es ist ja noch alles offen. Und wir nehmen den Schwung vom Anschlusstor von Sakko Koivu mit in die Pause und auch mit ins zweite Drittel. Und damit geht's auch direkt weiter. Mal schauen, ob wir hier im zweiten Drittel ausgleichen können. Wir sind wieder dran durch dieses wichtige Tor von Koivu. Aber noch liegen wir zurück. So, der Face-Off und los geht's. Hämmerlik an der Scheibe. Erstmal rein in die Zone der Maple Leafs. Genauso ist es richtig. Und Hämmerlik holt sich das Ding gleich wieder. Roman Hämmerlik. Ja, da passt etwas zu ungenau und Kommissarik muss aufpassen. Mike, Kommissarik, abseits. Und damit die Partie wieder unterbrochen. Machen wir Sakko Koivu im Bild. Unseren Captain, seine Statistiken können Sie sehen lassen. 13 Assists bis zu 9 Treffer. Das ist doch ganz ordentlich. Also die Offensive bei uns funktioniert, darüber wollen wir mal nicht klagen, aber gibt sicherlich immer was, was zu verbessern ist. So, Bouillon an der Scheibe. Ryder. Und ab geht's. Michael Ryder. Allein gegen alle, rüber auf Smolinski, aber kein Tor. Und Toronto kommt wieder raus, aber wir passen nicht mehr auf. Bouillon. Murray. Ryder wieder an der Scheibe. Murray mit dem Versuch, aber relativ weit daneben und Toscala geht jetzt natürlich auch nicht mehr sicher. Und es gibt den nächsten Face-Off. So. Und wenn wir uns die Scheibe holen, könnte eine gute Situation bei rausspringen. Tut's aber zunächst nicht. Aber Hämmerlik holt sich den Puck. Aber Toscala hält. Und jetzt Sakko Koivu direkt nochmal auf Gaborik. Aber der verzieht. Schade. War eine gute Gelegenheit. Und jetzt Konter der Leafs. Blake. Und das Tor. Matt Sundin. 3:1 für Toronto. Und da kontern sie uns erneut aus. Ganz clever gemacht. Blake scheitert zunächst an Kluche, aber Sandy mit dem Abstauber. 3:1. Toronto baut die Führung wieder aus. Ja, die Maple Leafs agieren einfach clever in der Offensive, nutzen ihre Chancen wesentlich besser aus als wir. Aber wer tut das nicht? Und ja, damit liegen wir jetzt 3:1 hinten. Aber wir wollen es hier natürlich noch nicht aufgeben. Es ist noch Zeit. Und zwei Tore schießen sich manchmal schneller als erwartet oder schneller als man denkt, aber gegen diese Leafs wird das schwer. Station. Und wieder ab in die Offensive. Beginn an der Scheibe. Beginn. Beginn wird noch gestört.
vor dem Pass und somit die Gelegenheit zunächst zunichte gemacht. Station jetzt aber, schlechter Pass von Beginn. Gute Situation wieder null und nichtig gemacht. Latantres wird da auch gestört. Die Leafs verteidigen auch gut. Und mit dem nächsten Versuch wieder ist die Scheibe weg. Steen jetzt aus dem Weg geräumt. Beginn. Kostapeles deutlich daneben. Latantres, Kostapeles mit dem nächsten Versuch. Aber wieder die Leafs, die hinten rauskommen. Station. Und Klusche. Bloß kein Mist machen. Auf einmal gut gemacht. Aber dann der Pass so ungenau. Und wir dürfen wieder von hinten anfangen. Und dann so ein schlechter Pass. Aufgepasst, die Leafs. Machen es aber nicht besser, zum Glück. Und jetzt Sakko Koivu. An der Scheibe, unser Captain. Koivu und nicht das Tor. Unfassbar, was für eine Situation. Da war Toskala aber gerade noch so dran. Nächste Chance für uns. Aber wieder nichts. So, und jetzt gibt es kein Icing. Und Blake kommt zum Abschluss, aber Klischee hält. Mann, hier ist was los. Richtig unterhaltsames Spiel. Und wieder wir im Angriff. Und Higgins verzieht. Schade. Nächste gute Gelegenheit. Sakko Koivu jetzt hinter auf Gabarik. Wieder Toskala. Mann, er ist aber auch wirklich extrem schwer zu schlagen. Der Goalie der Leafs. Und Blake und Sandy im Abseits. Und mal ein Moment zum Durchlaufen. Leute, hier ist was los. Richtig gutes Eishockey-Spiel. So, der nächste Face-Off. Geht an die Leafs. Markov. Bouillon. Murray. Auf Michael. Weiter, Maida rüber auf Smolinski. Aber wieder Toskala zur Stelle. Wie könnte es auch anders sein? Und damit die Partie erneut unterbrochen. Ja, Kyle Velvet hier im Bild. Und der nächste Face-Off geht an die Leafs, an Velvet. Und Abseits. Hat hier erneut unterbrochen, aber gerade nochmal eine Parade von Toskala gesehen. Den extrem sicheren Rückhalt heute von den Maple Leafs. So, Bell, Velvet. Aufgepasst. Velvet kommt durch. Aber gut aufgepasst. Und jetzt Markov und ab in die Offensive. Wir müssen natürlich Druck machen. Ryder, Michael Ryder legt rüber, aber wieder der Gegner zunächst an der Scheibe. O'Neill für die Leafs. Und Bouillon hat die Scheibe. Ab auf Ryder. Und jetzt muss es schnell gehen. Michael Ryder, Penalty gegen die Maple Leafs angezeigt. Und damit ist die Partie erstmal kurz unterbrochen. 2 Minuten und zwar gegen Kyle Velvet. Und vielleicht können wir ja schon wie beim ersten Powerplay heute gleich wieder das Tor machen. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Hier kommt der Stock raus. Unnötig natürlich von Velvet. Und damit die Gelegenheit für uns. Wieder mit einem Mann mehr auf dem Eis hier. Den Anschlusstreffer zu machen. Vielleicht wird es ja genau wie im ersten Drittel. So, und da ist die Gelegenheit gleich. Toskala hält allerdings bärenstark wieder. Und verhindert das 3:2. Schade. Gute Gelegenheit. So, der nächste Face-Off geht auch gleich wieder an uns. Jetzt mach verdammt, Hämmerlik. Aber wieder Toskala. Und die Scheibe ist weg. Surrey. An der Scheibe. Surrey. Und der liegt drüber. Kanada. Hämmerlik. Ich will da warten. Hämmerlik. Mit dem Versuch. Wieder nichts. Und die Maple Leafs kommen raus. Die letzten Sekunden des zweiten Drittels laufen schon. Und dann müsste es das gleich gewesen sein. Genau so ist es. Denn dann ist Drittelpause. Und zwar 3:1 der Stand der Dinge nach 2 gespielten Dritteln hier in Toronto. Die Maple Leafs konnten die Führung also ausbauen. Und wir stehen hier extrem unter Druck, haben zu Beginn des dritten Drittels ja noch ein paar Sekunden in der Powerplay-Situation. Vielleicht können wir die ja nutzen. Also 2 Tore gilt es aufzuholen im verbleibenden letzten Drittel und hoffentlich gelingt uns das. Andernfalls droht seit einer etwas längeren Zeit mal wieder eine Niederlage und das ausgerechnet gegen unseren großen Rivalen aus Toronto. Aber noch ist Zeit, um das zu verhindern. So, die Maple Leafs können sich hier gleich zu Beginn des dritten Drittels erstmal gut befreien. Sandin an der Scheibe und aufgepasst, Klusche. Und Hämmerlik. Und jetzt machen wir uns das selber noch Druck. Und das in Überzahl. Alles andere als förderlich, was wir hier gerade machen. Und schon wieder die Maple Leafs. Mann. Die erwischen aber einen prächtigen Start in dieses dritte Drittel. So, aber jetzt muss es nochmal abgehen in die Offensive. Und Ryder. Und weg ist die Scheibe. Gabarik gegen Toskala. Und der hält. Und die Maple Leafs machen das Spiel schnell. Bell. Weg ist er. Koivu. Gabarik. Nächster Angriff. Gabarik. Gabarik legt zurück, aber wieder einer dazwischen.
Und mit Sandin. Mit Platz. Und jetzt im Glück kommt noch der Check und jetzt Boucher. Und ab nach vorne. Lataintres. Koivu. An der Scheibe. Saku Koivu. Legt zurück. Aber wieder einer dazwischen. Das ist unfassbar. Wir kommen nicht zum Abschluss. Immer wieder einer, der den Pass abfängt. Und Sandin aus dem Weg geräumt. Lataintres. Nächster Angriff. Nächster Angriff. Der Pass auf Beginn. Und der verzieht ganz knapp. Hat nicht viel gefehlt. Lataintres. Kostapeles. Auf Beginn und wieder daneben. Das gibt's doch gar nicht. Riesengelegenheit. Erneut. Station jetzt. Station an der Scheibe. Gut aufgepasst. Dendele. Kostapeles. Beginn. An der Scheibe. Nächster Angriff. Beginn. Und wieder einer dazwischen. Von Kowalski. Station. Immer das gleiche Bild. Wir greifen an, Toronto kommt wieder hinten raus und immer das gleiche. Und der nächste Angriff und wieder einer dazwischen und Toskala letztendlich und Fesov. Wir können hier machen, was wir wollen. Wir treffen nicht. Toronto scheint unüberwindbar. Und auch wenn die hier fast nichts fürs Spiel tun, die führen 3-1. So, und jetzt gibt es sogar noch ein Penalty gegen uns zum Überfluss. Und zwar gegen Sheldon Surrey. Hoher Stock wird angezeigt. Schauen wir uns mal an. Gegen Sandin hier, ja, unnötig. Das sind dann halt so Strafen, die passen dann noch richtig. So, und jetzt müssen wir natürlich extrem aufpassen, wenn die Maple Leafs hier noch das vierte Tor machen, ist es, denke ich, vorbei. So, abseits. Angezeigt, die Partie unterbrochen. Also wir dürfen definitiv hier kein Gegentor mehr fangen, sonst ist, denke ich, alles verloren. So, und die Maple Leafs kommen zur Chance, Podkowski, aber gut gehalten. Und jetzt geht's vor in die Offensive, Toskala. Und kommen wir da durch. Der Schuss. Der erste Schuss, der zweite Schuss. Toskala hält einfach alles. Und es gibt den nächsten Face-Off. Man kann ja echt machen, was man will. Man trifft das Tor nicht. Und die Maple Leafs freuen sich, dass sie hier führen. Obwohl es völlig unverständlich ist. So, Toskala hält wieder. McCabe und jetzt der Konter der Leafs. Blake. Und da müssen wir aufpassen. Gegen diese Konter sind wir anfällig. Diesmal geht's gut. Und ab in die Offensive. Trotz Unterzahl müssen wir natürlich Dampf machen, anders geht's ja nicht. Aber wieder die Maple Leafs. Und Sandin, Matt Sandin. Und das ist das 4:1. Sasi Taka. Und ich schätze mal, das wird's gewesen sein. Die mögliche Vorentscheidung. Wieder so ein Konter. Sandin scheitert noch an Clochet, aber Taka legt nach. Und Toronto nutzt die Powerplay-Situation eiskalt aus. Und ja, müssen wir uns hier dem unvermeidlichen fügen, ist die Frage. 4:1 für Toronto und das riecht nach Niederlage. Gut, aber die Maple Leafs agieren einfach zu clever in diesem Spiel, um dass wir sie nicht schlagen können. Wir sind zwar überlegen, wir haben viel mehr Chancen, machen aber keine Tore und fangen sie hinten zu einfach. Aber dann nochmal Smolinski gegen Toskala, aber der hält und hält. Partie erneut unterbrochen, ja. Das dritte Drittel ja auch schon allmählich in der Schlussphase angelangt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das hier noch kippen können. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein, wahrscheinlich. Aber gut, so eine Niederlage tut uns vielleicht auch mal ganz gut, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Wir sind eben doch nur eine Eishockey-Mannschaft und sind halt auch mal schlagbar. So, und da kommt nochmal Bell für die Maple Leafs. Nur noch höher wäre richtig bitter. Ich finde allgemein die Höhe des Ergebnisses wirklich ein bisschen übertrieben. Gaberick. Nochmal mit dem Angriff, können wir dann nochmal verkürzen. Nee, Chris Higgins verzieht. Hämmerlich. Kommissarek mit dem Versuch nochmal, aber wieder nichts. Und Toronto kommt hinten raus. O'Neill, Bell und Abseits. Hat die erneut unterbrochen. Ja, und mich ärgert es wirklich extrem, dass wir diese Partie hier voraussichtlich wohl verlieren werden. Das ist wirklich nicht nötig. Aber die Maple Leafs erweisen sich wieder mal als richtig schwerer Gegner. Und es gibt die nächste Strafe gegen uns, die man gegen Andrei Markov für Behinderung. 2 Minuten noch. Und ja. Was soll man dazu noch sagen? 3 Minuten und 3 Sekunden verbleiben auf der Uhr. 2 Minuten noch Powerplay für Toronto. Das werden wir definitiv nicht mehr kippen hier. So, da mal die Chance. Kostapeles jetzt. Einfach nochmal raus hinten. Vielleicht noch ein Tor machen, um das Ergebnis hier ein bisschen zu verschönern. Aber mehr auch nicht. Zacker von der Scheibe getrennt. Murray. Hämmerlich. Lässt sich da austanzen. Und das ist nicht das Fünfer. Gott sei Dank. So, die letzte Minute des dritten Drittels läuft bereits. Nochmal Toronto. Blake. Taka. Taka mit der nächsten. Aber wieder nichts. Und jetzt Postappel ist raus da hinten. So. Toronto noch einmal.
Ja, guter Check. Murray, Hämmerlich, Roman, Hämmerlich und Toscala. Und die Sekunden laufen und laufen und natürlich für die Maple Leafs. Und unsere schöne Serie ist wieder mal beendet. So, Blake, schöner Check. Gut, diesmal können die Leafs zwar ihre Powerplay-Situation nicht nutzen, hilft uns aber auch nicht viel. So, vielleicht nochmal die Chance auf dem Tor, aber es will nicht sein. Man kann ja echt machen, was man will. Die Dinger gehen heute einfach nicht rein. So, die letzten Sekunden laufen in diesem dritten Drittel. Nochmal unsere Canadiens. Ja, wir treffen einfach nicht. Wahrscheinlich könnte der Kasten hier auch leer sein. Wir würden heute einfach nicht treffen. So, der letzte, der vermutlich letzte Face-Off heute, der geht nochmal in die Leafs. Und dann ist das Ding raus. Und dann war's das. Und Toronto bezwingt uns überraschend deutlich mit 4:1. Und wir verlieren das Rivalenduell gegen die Maple Leafs. Schade, aber naja, was soll's. Eine Niederlage gehört eben auch mal dazu. Und zuletzt haben wir ja einige Siege eingefahren. Da gehört eine Niederlage eben auch mal wieder mit dazwischen. So, wir schauen uns noch die drei Stars an. Einmal Jason Blake mit 2 Assists. Der dritte ist da. Dann jetzt wurde es da Matt Sundin, der Captain der Maple Leafs mit einem Treffer und einem Assist. Und der erste ist da, Vesa Toskela mit 24 Paraden und nur einem Gegentor. Der erste ist da, der Goalie der Maple Leafs. So, also wir unterliegen Toronto 4:1, relativ deutlich. Eine Niederlage, die uns vielleicht auch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen bringt, wer weiß. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play NHL 2008. Also bis dahin.